Es sollte eine große patriotische Veranstaltung heute in Moskau werden. Mehr als 200.000 Menschen versammelten sich im Luschniki-Stadion, um den 8. Jahrestag der Annexion der Krim zu feiern. Präsident Putin bezeichnete dabei den Einsatz der russischen Soldaten in der Ukraine als heldenhaft. Es würden alle Pläne umgesetzt, so Putin in einer Rede, die auch russlandweit live im Fernsehen gezeigt wurde. Dabei kam es jedoch zu einer Panne. Putins Rede brach mitten im Satz ab. Der Kreml begründete die TV-Unterbrechung mit technischen Problemen. Kurz nach Beginn seiner Rede bricht die Übertragung einfach ab, in dem Moment, wo Putin über den Kriegseinsatz in der Ukraine spricht. Das russische Staatsfernsehen zeigte stattdessen Ausschnitte von Musikern. Wenige Minuten später setzte das TV-Signal wieder ein. Hintergrund der Rede ist der 8. Jahrestag der Annexion der Krim. Dabei schwor Putin die rund 100.000 Menschen im Luschniki-Stadion ein: Wir werden alle geplanten Maßnahmen umsetzen. Im Stadion des WM-Endspiels von 2018 sieht man, wie insbesondere junge Frauen und Männer Fahnen schwenken. Viele Besucher hatten sich wie beim Besuch eines Fußballspiels das Gesicht bemalt. Popbands spielen Lieder, die das russische Militär glorifizieren. Die Moskauer Polizei spricht von knapp 100.000 Menschen im Stadion, genauso viele noch einmal vor dem Stadion. Am Mittag wurden Meldungen bekannt, wonach Journalisten im Rahmen der Veranstaltung festgenommen worden sein sollen. Mein Kollege Michael Pawelec hat mit unserem Moskau-Korrespondenten Demian von Osten über den Vorfall bei den Krim-Feierlichkeiten gesprochen und ihn gefragt, ob es bereits eine Erklärung für den plötzlichen Abbruch von Putins Rede im TV gibt. Ein ganz seltsamer Vorfall, dass das ausgerechnet während der Live-Übertragung auf vielen russischen staatlichen Fernsehkanälen passiert. Putin hatte gerade ein paar Minuten geredet und mitten im Satz bricht dann die Übertragung ab oder beziehungsweise es wird umgeschnitten auf Schlagersänger, die offenbar vorher oder danach hätten oder vorher schon aufgetreten waren. Wir sehen jetzt hier ein paar Ausschnitte, was dort passiert ist. Putin hatte eigentlich nur eine sehr kurze Rede gehalten und da noch einmal die Ziele der Militäroperation erläutert, die aus russischer Sicht ja kein Krieg in der Ukraine ist und dabei gesagt, man wolle einen Genozid verhindern, ein Argument, was Putin immer wieder gebracht habe, was aber schwierig vor Ort wirklich zu verifizieren ist, dass da wirklich etwas dran ist. Wenn man sich die Bilder dieser Veranstaltung anschaut, wie ist dieses Event einzuordnen? Ja, das ist für Russland ein ganz wichtiges Event, also für die russische Regierung ein ganz wichtiges Event, um zu zeigen, dass angeblich die Unterstützung der russischen Bevölkerung sehr, sehr groß sei für diese Militäroperation. Russlands Präsident Putin hat in der Rede gesagt, man sei so vereint wie lange nicht. Ob das tatsächlich so ist, da gibt es sehr große Fragezeichen. Wir erleben ein großes Klima der Angst auf den Straßen. Viele der Menschen, die heute im Stadion waren und gejubelt haben, wir sehen jetzt auch einige, die jetzt hier wieder rauskommen, also man hat wohl viel mehr Tickets verkauft oder viel mehr Tickets ausgegeben, kostenlos, als tatsächlich am Ende ins Stadion hineinpassten. Die Menschen kommen von staatlichen Firmen, von staatlichen Schulen und sind in großen Gruppen hierher transportiert worden. Also eine große Inszenierung, auch das, was wir heute hier in diesem Stadion gesehen haben.